die Pflanzenkohle, die wir gemacht haben, die ist so noch nicht zu verwenden. Die muss noch zerkleinert werden. So, guten Abend, liebe Gartenfreunde. Es wird schon ein bisschen dämmerig, aber wir müssen heute noch eine Kleinigkeit vorbereiten. Und zwar geht es schon um die Terra Preta. Und da müssen wir einige der Zutaten zusammenmischen und ein paar Stunden einwirken lassen. Das machen wir am besten jetzt über Nacht. Ja, darum mische ich das jetzt am Abend. Ich möchte einen guten halben Kubikmeter Terra Preta vorbereiten. Wir machen jetzt Folgendes in einem ersten Schritt. Wir mischen die Pflanzenkohle mit dem Pferdemist. Gut, grob ist sie durchgemischt und jetzt füllen wir sie noch in zwei große Mörteltröge um sie mit der Brennnesselrauche zu vermischen. Jawohl, ja, meine Schätzung war gut. Das sind 92 Liter Mörteltröge, die sind gut gefüllt. Also haben wir jeweils 100 Liter. Das passt, genau das wollte ich haben. So, und das müssen wir jetzt noch gießen. Mit ca. 2 Liter Brennnesseljauche. Die habe ich mit Wasser verdünnt. Das sind jeweils so 12 Liter, 13 Liter. Die kommen jetzt da drauf. Das lassen wir jetzt über Nacht durchziehen und morgen in der Früh oder am Vormittag, sagen wir am Vormittag, geht es weiter. Dann machen wir die Terra Preta fertig, soweit von der Mischung her. Neuer Tag, neues Glück. Wir haben jetzt schon wieder Plusgrade. Weiter geht es mit der Terra Preta Aufbereitung. Da in der Mitte liegen jetzt einmal ca. 100 Liter halbfertiger Kompost. Links und rechts sind die Tröge, die wir gestern vorbereitet haben. Die haben jetzt ein bisschen durchgezogen. Der nächste Schritt ist jetzt folgender. Das ist nicht original, aber ich nehme auch 100 Liter von der vorjährigen Gewächshauserde dazu. Die kommt jetzt da oben drauf. Und jetzt kommt als nächstes ein Teil vom Urgesteinsmehl rein. Ich gebe bei der Menge, also ich will fertig haben ca. 500 Liter, da gebe ich 20 Liter Urgesteinsmehl rein. Das werden so ca. 40 Kilo sein. Mal die Hälfte rauf. Als nächstes ersten Druck. Pflanzenkohle und Pferdemist. Und jetzt kommen nochmal 100 Liter Kompost drauf.
Jetzt sind die zweiten 100 Liter Kompost drauf. Jetzt kommt die zweite Hälfte vom Urgesteinsmehl drauf und dann der zweite Druck Pferdemist. Dann wird alles gemischt. Gemischt ist es jetzt und jetzt kommt da rein. Reingeschaufelt ist sie, angeglichen ist sie auch. Jetzt fehlen nur mehr zwei einfache Schritte. Und zwar gieße ich das mit meiner Bacillus subtilis Lösung mit einer ziemlich konzentrierten Mischung, 1 Liter auf 10 Liter Wasser, gieße ich das noch mal ordentlich an. Wichtig ist, dass es schön feucht ist, dass das ordentlich arbeiten kann. Da entsteht jetzt Hitze drin. Das ist ein guter halber Kubikmeter. Aber es fällt ja noch zusammen. So, und der letzte Schritt vorerst ist, das Ganze so gut es geht abzudecken, sodass möglichst wenig Sauerstoff dazu kann. Im Idealfall da kann, aber das kriegst du eh nicht hin. Ich habe da von der Fassadenmacherei habe ich noch jede Menge von diesen Malerunterlagen. Geht sich immer aus, sehr gut. Abgedeckt dieses. Das werden wir jetzt noch beschweren. Und gut ist es. Das lassen wir jetzt 8 Wochen so stehen. Dann sollte die ganze Geschichte fertig sein zur Weiterverarbeitung. Gut, die Terra Preta, soweit wir sie jetzt fertig machen können, ist fertig. Die ist da in dem Ring drinnen. Rekapitulieren wir nochmal ganz kurz, was da drinnen ist. Das ist ein guter halber Kubikmeter. Das ist natürlich sehr viel, aber das Basisrezept kann man sich ja rauf und runter rechnen, wie man will. Also pro halben Kubikmeter nehme ich 100 Liter Pferdemist, 100 Liter Pflanzenkohle, 20 Liter Urgesteinsmehl. Beim Urgesteinsmehl müsst ihr wirklich aufpassen, was ihr kauft. Das muss sehr fein sein, das muss so puderförmig fein sein. Dann kann es von den Mikroorganismen im Boden pflanzenverfügbar aufbereitet werden. Ansonsten ja, eben nicht. Dann haben wir noch Pflanzerde vom Vorjahr aus dem Gewächshaus und 200 Liter Kompost. Dazu noch 2 Gießkannen mit Brennnesseljauche und 2 Gießkannen mit Bacillus subtilis Lösung. Die Mischungsverhältnisse sind in dem Fall 1 Liter Jauche bzw. subtilis Lösung auf 10 Liter Wasser. Das Ganze halbwegs gut durchmischen. In so einen Ring reingeben oder ihr könnt es auch ganz einfach, wenn ihr Platz habt im Garten, an einem schattigen Platz aufhäufeln und mit einer Plane abdecken. Ich habe eben diese Ringe, decke es allerdings auch zu. Wichtig ist, dass es nach unten zum Boden offen ist, sodass die Regenwürmer und alle anderen Mikroorganismen, Insekten das gut durcharbeiten können, ja, weil das zieht Regenwürmer und Bodennützlinge magisch an. Das steht jetzt 8 Wochen, dann schauen wir es uns an. Sollte fertig sein, das sollte dann so eine fast schwarze, sehr oder extrem nährstoffreiche Erde ergeben.
Die kann man dann entweder direkt auf die Beete ausbringen oder, das werde ich zumindest teilweise machen, diese Therapreta dazu verwenden, um die normale Gartenerde, die ich überall habe, die nährstoffarm und eher lehmig und pumpig ist, nach und nach aufzubessern und aufzuwerten. Mein Ziel ist es, einen tiefgründig krümeligen Boden zu schaffen, also das genaue Gegenteil von dem, was ich jetzt habe. Das wird funktionieren, ist allerdings keine Aufgabe von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, der zieht sich mit Sicherheit noch über ein paar Jahre. Es macht allerdings auch Spaß und die Ergebnisse sind schon sehr überzeugend. Ja, viel Spaß, Leute. Lasst euch nicht unterkriegen. Wenn euch solche Videos gefallen, wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke für die bis jetzt schon vielen Zuseher und die vielen Abonnenten. Ich bin wirklich überrascht, was sich hier tut. Lasst mir ein Like da, also Daumen hoch. Wenn euch der Kanal gefällt, dann bitte abonnieren, Glocke aktivieren und ansonsten viel Spaß bei der Gartenarbeit. Bis zum nächsten Mal, ciao!